die zwei Herrschaften nochmal hier rüberkommen, dann kann man das ja auch nochmal zeigen. Ja, wir haben keine Zeit, wir wollen fertig essen. So. Da wird mein Quatsch haben. So, zeigen wir mal mit der Lucia, wie das Ganze dann eben so aussieht. Ja. Kann man hier jetzt sehr schön sehen. Unser Tarnen wird dann mit der Zeit auch immer kürzer, sodass wir die Tiere dann irgendwann schlussendlich an der Hand stationieren können. So, wenn wir unsere Tiere so an der Hand stationieren, dann können wir die aber immer noch nicht anfassen, durchknuddeln oder sonstiges. Auch das wird Schritt für Schritt trainiert. Das heißt also, wir stationieren wieder unser Tier so an der Hand und tippen es immer nur ganz leicht an der Seite an. Eigentlich ist es so, dass für jede Berührung gepfiffen wird und belohnt wird. Und hier, ich mache jetzt hier das Pfeifen bin ich jedes Mal, aber das ist eben ganz wichtig. Und so lernen die Tiere dann auch, sich einmal von oben bis unten komplett anpassen zu lassen. Aufgeregt. Genau, wenn wir das dann haben, dass unsere Tiere sich also an der Hand stationieren lassen und einmal von oben bis unten anpassen, dann haben wir die Grundschule in unserem Tiertraining erfolgreich beendet und wir gehen jetzt ganz weiter in die Grundschule. Gehen wir nochmal in zwei Bereiche. Einmal in den medizinischen Bereich und einmal in den Sprachbereich. Medizinisch haben wir ein paar Standardübungen, die eben eingehalten werden müssen. Hier kann man jetzt schön sehen, eine Augenkontrolle, können alle eine Zahnkontrolle, ganz wichtig. Die zwei Übungen sind einfach wichtig, wenn wir in diesen Bereichen Verletzungen haben, können wir sofort anfangen, unsere Tiere zu behandeln und müssen das Ganze nicht funktionieren, sondern können eben sofort loslegen. Die Zahnkontrolle ist insofern wichtig, gerade im Alter verlieren die Tiere eben ihre Zähne und das Ganze wollen wir natürlich kontrollieren und dementsprechend auch die Zahnkontrolle. So. Könnt ihr da nochmal einmal ausprobieren? Ja. Ja, ich war aber mit Erzählen noch nicht fertig. So. Nehme ich das jetzt auch nochmal eine medizinische hinlegen und sich anpassen lassen und das Ganze natürlich auch auf den Rücken. Also könnten wir auch noch einen Tierarzt und ein Ultraschallgerät mit antrainieren, um eben wirklich nur mal sicher zu gehen, ob die Tiere auch wirklich krank sind. Tiermedizin kann man natürlich auch noch bemerken, Blutabnahme, Spitzengabe, Speichelprobe. Aber das machen wir nicht. Das heißt also, der medizinische Teil ist bei uns eigentlich eher ein relativ kleiner Teil. Aber was der größere Teil ist, ist dieser Sprachbereich. Dazu gehören alle anderen Fammel. Zum Beispiel. Schaut schon, ob sein Tierträger kommt mit deinem Futter. Guck mal, der sieht den wahrscheinlich. Der kennt den bestimmt, oder? Stell dir mal vor, hier ist ein Tierträger. Guck mal, der schaut in die Richtung, der kommt. Oder?